Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute Besuch vom Tufan von XHK und er hat was mitgebracht. Seit Freitag auf dem Markt, heute Sonntagabend im Stream werden wir das Ganze einmal testen. Und zwar ist das der neue XHK HMD. Hier haben wir schon die Verpackung. Ihr seht auch schon Stainless Steel. Aber da ist schon der erste Punkt, da habt ihr ein bisschen geflunkert, ne? Fits all heads. Das war so ein kleiner... Also... Alle wird ein bisschen schwierig. Man kann ja mal gucken. Können wir machen. Drei Farben habt ihr rausgebracht. Genau. Das Ding kostet normal 25 Euro. Aber kann man da nicht noch was am Preis machen? Hast du da nicht vielleicht irgendwie so ein kleines... Da haben wir noch einen schönen Code. Das ist der SWG10-Code. Oh, und dann spart man nochmal 10%. Genau. Das war richtig QVC gerade von uns. aber bei XHK gibt es auch Code SWG10, dann kostet das Ding 22,50 Euro. Und wenn man sich mal die Konkurrenz anguckt, dann kostet ein Akrani 35 Euro und ein Kalaut sogar zwischen 50 und 60 Euro. Das heißt, wir sind schon mal wirklich deutlich, deutlich günstiger geworden. Jawohl. Ich denke, wir haben gerade einen Kopf im Akrani geraucht, weil das meiner Meinung nach wahrscheinlich eher ein Konkurrenzprodukt für den Akrani wird als für den Kalaut. Aber halt für ein gutes Stück weniger Geld. So, wie drauf steht, das Ding ist aus Edelstahl, kommt in drei verschiedenen Farben. Die haben wir auch alle heute hier. Es gibt einmal Rainbow habt ihr gemacht, ihr habt Silber gemacht und Gold. Genau. Und es sollen auch eventuell in Zukunft noch andere Farben kommen. Da kommen noch welche, ja. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ding einfach mal als erstes an. Also ich zeige euch erst nochmal einmal komplett die Verpackung. So sieht das vorne aus. Auf den Seiten steht XHK und HMD. Unten ist ein Bild vom HMD. Und da steht noch, wie gesagt, Stainless Steel, Fits All Heads und... Ach so, XHK.de. Obendrauf haben wir eine Abbildung von der Unterseite mit einem Logo drauf. Und unten haben wir nichts. Wenn wir das Ganze aufmachen, kann man einmal hier hochklappen. Und dann liegt da auch einfach direkt der HMD drin. Und der ist nicht schon ausgebrannt oder so. Das ist Rainbow. Ich muss sagen, ich bin am meisten gespannt auf Silber und Gold. Rainbow ist irgendwie nie so mein Ding. Gab es ja früher auch schon bei Kaminsets und sowas. Mhm. War irgendwie nie meine Farbe, keine Ahnung. Aber der ist ja doch sehr blau. Nicht alle sind gleich, also sie sind immer unterschiedlich. Glaube ich. Okay, also Gewicht. Ich habe mir hier extra noch einen Akrani hingelegt. Gewicht ist relativ ähnlich, oder? Zeig mal. Ich würde sogar sagen, dass der hier ein bisschen leichter ist. Leichter? Ja. Ich meine, wir haben drüben noch eine Waage. Wir können das... Nee, müssen wir wiegen. Ich könnte jetzt nicht sagen, welcher leichter ist. Also für euch erstmal einmal in nah der XHK HMD. Der sieht so aus. Ja, so sieht er innen aus. Wir haben da auf jeden Fall Rillen. Wir haben drei große Balken an den Seiten, wo Luft reinströmen kann. Und unten sieht das Ganze so aus. Wir haben einmal außen einen Ring, der dann am Rand vom Kopf sitzt. Und wir haben in der Mitte nochmal einen kleinen Ring. Solltet ihr irgendwas bewirken oder wieso habt ihr den mit dran gemacht? Optisch, aber... Optik, ja. Okay. Boah, das sieht schon geil aus, wie sich das Licht hier drinne bricht, ne? Das ist schon cool. Das hat was, ja. So zum Vergleich mit dem Akrani nebendran. Ah, so sieht der Akrani aus. Höhe ist ähnlich, würde ich sagen. Ja, so sieht das Ganze aus. So, dann gucken wir uns auch nochmal die anderen Farben an. Wo haben wir denn den Kohlekorb hin? Dann brennen wir die auch direkt mal aus. Gehen wir jetzt da mal rein und einfach mal... Hier so drei Kohlestücke rein. Und dann gucken wir uns als nächstes... Silber. Und dann Gold nochmal zum Schluss. Eine Special-Farbe, eine goldene und dann hier haben wir den Silbernen. Ich denke mal, wie hast du es gesagt, von den Verkaufszahlen her ist bis jetzt Rainbow vorne, Rainbow dann vorne. Gold, dann Silber. Genau. Ich hätte ehrlich gedacht, dass Silber eher weggeht, weil Silber zu einem passt. Ich glaube aber auch, dass das die Alternative, dass halt mehr die anderen Farben wegging. Ja. Ja gut, Rainbow gibt es noch gar nicht, oder? Bei HMDs? Auch Gold, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Gold in Edelstahl gibt. Gold gibt es bei... Nee, in Edelstahl nicht. Deswegen, ich glaube, in Edelstahl gibt es gar keine anderen Farben, oder? So sieht Silber aus. Einmal innen, einmal die Seite. Da sieht man auch das Logo mal. Das hat man beim Rainbow eben nicht so gut gesehen, muss ich sagen. Sieht man mal beim Gold am besten. Okay, und da einmal unten. Ist da Schmutz drauf? Ja, da war nur Schmutz drauf. Boah, das sieht auch trippy aus, ja, hier, wie sich da die Farben brechen, ne? Verarbeitung, muss ich sagen, ist sehr nice. Ich habe im ersten Moment dachte ich so, ist das oben scharf, aber es ist null scharf, es ist nur dünn. Mhm. Aber die Wand wird nach unten auch dicker, ne? Untenrum, ja. Ja. Und die Platte unten ist aber deutlich dicker als beim Akrani, oder? Also, ja. Doch, das fühlt sich, guck mal, fass mal die Platten an. Die Platte unten beim Akrani ist dünner, aber die Wand ist stärker, so rum. Okay, dann gucken wir uns mal noch den goldenen an. Okay, geil. Es ist nicht so ein absolut übertriebenes Gold. Es ist wirklich ein schönes Gold geworden. Nice. Okay, Gold wird wild. Also mit Gold können wir bestimmt halt auch so wilde Farben. Ich glaube, ich muss Gold probieren. Das kannst du machen. Ich habe eigentlich gesagt, ich nehme den silbernen, aber ich glaube, ich nehme Gold. So sieht der goldene aus. Das sieht schon sehr nice aus. So von der Seite, da sieht man auch das Logo. Und einmal unten. Das sieht auch, ja.
krass aus. Sieht auch wirklich geil aus. Guck mal hier, ey, was für ein Effekt. Oha, allein damit kannst du schon eine Stunde rumspielen, ey. So, 22,50 Euro ist der Preis. Gewicht gucken wir uns gleich auf der Waage an. Der ist identisch groß mit dem Nagrani. Wo ein Nagrani oder ein Kalau drauf passt, denke ich, wird auch der X-Hooka drauf passen. Aber wir können uns auch gleich nochmal ein paar Köpfe im Flur schnappen und mal gucken, wie gut die da drauf liegen. Weil man sieht unten, dass bei dem X-Hooka der Rand weiter außen ist. Ihr habt die Rille, die an dem Kopf hängen soll, außen und innen die Löcher. Und beim Nagrani ist es andersrum. Da ist die Rille, die das Ding auf dem Kopf halten soll, innen und die Löcher außen. Eigentlich würde es natürlich mehr Sinn machen, wenn es so ist wie bei euch. Weil wenn sich das Ding außen am Kopf festhakt, dann wären ja die Löcher überm Rand, was ja sinnlos ist. Vom Abstand her ist es aber gar nicht so eine andere Position für die Löcher, oder? Minimal weiter innen, aber nicht viel weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass es länger dauert, damit anzurauchen als mit dem Nagrani, weil die Platte dicker ist. Aber dass er dann auch gleichmäßiger die Hitze abgibt. Aber das müssen wir alles testen. Und ich würde sagen, dafür machen wir jetzt mal Schritt 2. Wir gehen mal auf die mobile Cam. Wir wiegen die beide mal. Wir hauen das Ding mal auf verschiedene Köpfe drauf. Gucken mal, wie das ist. Mhm. Und dann bauen wir einen Kopf und dann rauchen wir einen Kopf. Ja. Ja. Und dann holen wir einmal die Waage raus. Ich hoffe, der Akku hält jetzt noch ein bisschen. So, Nagrani als erstes. Denn Nagrani wiegt 166 Gramm. Boah, was? So viel? Sag ich ja. So viel? Das hätte ich aber mit der Hand. Boah, krass. Jetzt sind es 167, sind es jetzt 168? Tatsache. Und jetzt sind es 169. Was? Okay, ja. Hä? 60. Okay, sagen wir zwischen 165 und 170 wiegt der Nagrani. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig, die 2-3 Gramm, weil das ist ja schon deutlich mehr. Guck mal, der wird auch schwerer. Das ist die Erdanziehungskraft, die wird nachts bekanntlich stärker. Jeder weiß das. Okay, welche Köpfe testen wir? Da haben wir ja einige Köpfe, die wir jetzt testen können. Eieiei. Okay, wir arbeiten uns hier einfach mal die Reihe durch. Wandenberg. Passt easy. Oblako, absolut on point. Stone, passt auch wunderbar. So weit sind die Löcher dann ungefähr von der Mitte des Kopfs weg. Das könnte natürlich besser sein, wenn die Löcher weiter außen sind, weil du natürlich am besten ganz außen ansetzen würdest. Ne? Die sind jetzt beim Nagrani, wenn wir das einmal switchen oder hier nebenbei zeigen, sind die natürlich etwas weiter außen vom Depot her. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, wo die Löcher lang gehen, dann sind die beim X-Hooka etwas weiter in der Mitte. Ob das jetzt letztendlich beim wirklichen Rauchen vom Kopf einen Unterschied macht, das werden wir dann gleich merken. Aber Fakt ist, beim Nagrani sind sie etwas weiter außen als bei dem X-Hooka HMD. Huakaya ohne Probleme, sieht sogar sehr, sehr gut aus. Moon passt auch wunderbar. Ist ein bisschen rutschig auf dem Moon, aber ich glaube auf dem Moon rutscht so ziemlich alles. Denn der Nagrani müsste ja noch mehr rutschen. Oh ja, macht er auch. Ich muss sagen, rein optisch gefällt er mir sehr gut. Aber ich mag, dass der Nagrani etwas flacher ist, auch gerne. Mhm. Aber er macht sich trotzdem gut optisch. So, jetzt wird es ein bisschen spannender. Solaris. Ja, da ist wie beim Nagrani, ist das zu groß. Aber da ist es jetzt natürlich perfekt, dass die weiter innen sind. Ne? Den Little Pro. Das hat wunderbar gepasst. Also da ist die Passform perfekt. Als nächstes haben wir die Hooka John Harmony Ball. Auch da passt er gut drauf, wenn ich nicht immer fett fingern würde und es irgendwie hin und her schiebe. So, oh, sieht auch gut aus. So, Shishaya Haifen. Sieht fast am geilsten aus, die Kombi bis jetzt, muss ich sagen. Ich finde, zum Haifen passt er irgendwie sehr gut. Lashlip, so, da sitzt auch der Nagrani sehr weit innen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen jetzt, ob da einer größer ist als der andere. Ne, ist bei beiden sehr gleich, ne? Sitzen beide relativ knapp. Das ist fast, beide fast zu weit innen. Aber gut, dann ist das halt eher ein Problem vom Lashlip, wenn der für alle HMDs etwas zu groß ist. Aber es geht. Dann, das ist natürlich jetzt auch spannend. Der Vosco Rims, ja, gib mir nochmal den Solaris. Na ja, doch, die sind relativ ähnlich, ne? Obwohl, ich würde sagen, Vosco Rims ja vielleicht sogar etwas weniger Durchschnitt, ne? Dann gucken wir hier mal. Da ist natürlich jetzt auch Abstand, aber... Ah, okay. Das ist natürlich jetzt auch sehr interessant, Tufan, weil ihr seht genau hier, dadurch, dass der Ring auf dem Kopf liegt, haben wir den Vorteil, dass die Löcher nicht verstopft sein sollten. Also so solltest du auf jeden Fall noch Durchzug haben. Und wenn du ziehst, somit also auch die Luft natürlich ins Innere vom Kopf ziehen. Was ich krass finde, weil eigentlich ist der HMD ja schon deutlich größer als dieser relativ kleine Kopf. Was haben wir noch? Wir haben noch den ATH. Na, so sieht der ATH aus. Wunderbar. Optimal.
Auch eine coole Kombi, finde ich. Also da passt der auch optisch sehr, sehr gut zu. Dann einmal der ATH Modell S. Passt auch perfekt. Hier einmal der Globe. Passt auch. Und sitzt auch gut. Da sitzt der vielleicht sogar noch besser als auf dem Oblaco. Ich finde, jetzt hat er was von der Granate irgendwie. Und dann haben wir alle, ne? Dann haben wir alle. Dann haben wir alle. Dann würde ich sagen, baue ich mir jetzt den weißen Oblaco. So, das Ding läuft jetzt eine Viertelstunde. Bis jetzt wunderbar. Ich musste am Anfang kurz mit der Hitze spielen. Glaube ich aber nur, weil ich erst 3 Kohlen drin hatte. Dann wurde er etwas schnell heiß. Dann habe ich 1,5 kurz gehabt. Also ich hatte erst zu viel, dann eigentlich zu wenig. Und dann bin ich wieder auf die goldene Mitte mit 2. Und damit läuft er jetzt aber sehr, sehr gut. Rauchentwicklung lässt sich auch sehen, würde ich sagen. Oh, ist wunderbar. Ich glaube, es könnte sogar noch ein Ticken mehr Hitze sein. Also vielleicht, oder ich drehe einfach mal. Wir können ja auch mal gucken, wie die Kohle unten aussieht. Ja, die ist leicht dunkel, aber würde ich sagen, relativ normal. Aber ist auf jeden Fall nicht ausgegangen. Also etwas dunkler werden ist ja normal, aber ist auf jeden Fall nicht ausgegangen. Was ja im Kalaut leider bei nicht perfekter Kohle dann doch ab und zu mal passiert. Aber abgesehen davon läuft er bis jetzt echt gut. Und war für seine dickere Bodenplatte als der Nacrani trotzdem schnell an. Gut, hat auch 3 Kohlen drin. Okay, da merkt man auf jeden Fall, wenn man die Kohlen dreht, kommt doch direkt nochmal ein bisschen mehr Hitze, ne? Performance, same, Nacrani. Glaubst du würdest blind deinen HMD erkennen? Ich glaube nicht. Nee, ist ehrlich. Ist ehrlich. Schwierig. Würde ich, glaube ich, auch nicht. Also nur vom Rauchen, X-Hooker HMD. Du hast ja eben auch die anderen geraucht, also weiß nicht, ob du jetzt Unterschiede merkst. Nee. Gut, war jetzt eh nacheinander, ne? Mhm. Aber ich glaube sogar, wenn wir deinen Kopf mit dem Nacrani gebaut hätten und ich jetzt probieren würde, glaube ich, könnte ihn nicht auseinanderhalten. Nee, läuft top. Was soll ich sagen? Wunderbar. Und das für knapp über einem 20, wenn man mit Code SWG bestellt. Geil. Hast du ein bisschen Schiss, so generell vor dem Marktstart? Ja, also man weiß ja nie, wie es ankommt bei der Community. Ja. Aber ich war halt eigentlich zuversichtlich. Ja. Ja gut, hast du ja auch schon ein paar Wochen getestet. Ja, deswegen dachte ich, okay. Ja, ja gut, ich sag mal so. Ich habe dir klipp und klar gesagt, wir können das im Stream machen. Ja. Aber da ist halt, was ich denke, direkt raus und live. Und live. Ja, so, also, ne? Ist dann halt das Risiko, mit dem man leben muss. Man muss halt eine Meinung kriegen, um daran zu arbeiten. Ja, safe. Ja. Aber er hätte ja jetzt auch ziemlich scheiße sein können, wenn ich hier gesessen hätte und das Ding hätte für mich nicht funktioniert. Das stimmt, ja. Ja. HMD lief jetzt, wie lange lief jetzt der Kopf? Der Chat sagt uns bestimmt gleich, wie viele Minuten. Rauchentwicklung mittlerweile, sind nur noch 3 kleine Kohlen drin. Ich sag mal so, der Kopf ist so am Ende seines Lebenszyklus, würde ich sagen. Ja, geht immer noch. Also da würde vielleicht sogar noch ein kleines bisschen was gehen. Stunde 20. Okay, also Chat sagt, so eine Stunde 20 ungefähr lief der Kopf jetzt. Also wie gesagt, so ungefähr Ende von einem Lebenszyklus von dem Kopf und lief ohne Probleme. Ich hatte nochmal Angst an dem Zeitpunkt, wo wir die dritte Kohle dazu geworfen haben, weil das kann oft dazu führen, dass es dann ein bisschen zu heiß wird kurz. Aber könnte auch sein, dass die etwas dickere Platte vom X-Hooker HMD verhindert, dass die Hitze zu schnell zu stark an den Tabak kommt. Was auch ein Vorteil sein könnte. Das ist jetzt natürlich alles nur der Ersteindruck von dem ersten Kopf, den ich mit dem HMD geraucht habe. Aber der Ersteindruck ist auf jeden Fall vielversprechend. Wir warten mal ab, was die Zukunft bringt. Aber für den ersten Eindruck top. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ding mit Code SWG10 nur 22,50 kostet. Ja. Also, gut gemacht. Danke.